hier haben wir einen Feldhasen. Genau, richtig. Ja, dieser kleine Kerl ist jetzt etwas über eine Woche alt. Der ist auch als Flaschenkind zu mir gekommen. Aber anders wie die Eichhörnchen brauchte der eigentlich keine Hilfe. Der ist fälschlicherweise mitgenommen worden, weil die Leute dachten, kleines Kaninchen braucht Hilfe. Ja, die Unwissenheit der Leute kann also dazu beitragen, dass Tiere auch mitgenommen werden, die eigentlich zu Recht gar nicht mitgenommen werden müssten, weil die Tiere, die Mütter, die Väter der Tiere dann auch wieder zurückkommen könnten. Genau, weil beim Feldhasen ist es anders wie beim Kaninchen. Die bauen keine Gänge und Tunnel, sondern die Babys kommen auch schon so fertig zur Welt und werden in einer sogenannten Sasse abgelegt. Das ist eine Mulde im Gras, wo die Kleinen sich dann drin ducken. Und die Mama kommt nur ein- bis zweimal am Tag und säugt die und ist ansonsten weg, damit sie auch keine Räuber aufmerksam macht auf die Jungtiere. Und dadurch passiert es halt oftmals, dass gerade Spaziergänger so ein Tier mitnehmen, ohne dass es nötig wäre. Spaziergänger, die Wege verlassen. Zum Beispiel. Mhm. Oder der Nachbarshund, der den dann mal anschleppt. Deswegen sollte man gerade jetzt in der Frühjahrszeit auch gerade als Hundebesitzer aufpassen und seine Hunde nicht einfach ins hohe Gras lassen, weil jetzt kommen auch bald die Rehkitze. Da junge ist es Fasane, auch junge Wildvögel, Rehkitze. Wir haben jetzt die Kinderstube. Jetzt ist die wichtigste Zeit, also auch ein Aufruf an euch Hundebesitzer. In Hundeparks oder so gar kein Thema, an der Ruhr vielleicht direkt am Fluss auch kein Thema, aber in den Wald- und Wiesengebiete, wo wirklich viel Natur ist, wo man genau weiß, da ziehen sich auch Tiere zurück. Ja. Da sollte man die Hunde jetzt zu der Zeit besonders anleihen. Ja. Ja. Tarnung, ja, das Fell dient ja auch der Tarnung, deshalb sieht er so total toll aus. Ja. Ich finde, es ist eines der schönsten Tiere bei uns im Revier, so ein Feldhase, der wirklich gut getarnt ist an den Bodenuntergrund, an den Gräsern. Ja, er sieht weil echt wenn du mal siehst, er fällt nicht auf.